Salam alaikum und alaikum salam alaikum, Freunde. Ich bin's wieder, euer Wakayashi, und gemeinsam schauen wir uns die Video-Patch-Notes vom 10. März 2022 an. Samina mina, waka waka Samina mina, sankaleva. It's time for Wakayashi. Wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, wurde das neue Gebiet, das Wintergebiet, zum 6. April jetzt fest angekündigt. Mit dem Release des neuen Wintergebiets wird es sehr wahrscheinlich auch eine neue Season geben, eventuell auch ein neuer Charakter, mal schauen. Die aktuelle Season endet am 30. März und gewöhnlich startet die neue Season immer eine Woche danach. Und meistens eigentlich mit einer neuen Klasse, also dann wahrscheinlich auch wieder eine neue Charakter-Slot. Dann haben wir die neue Main-Quest, die ihr dann auch im Wintergebiet starten könnt, ne, direkt mit einer neuen Klasse. Also ich bin wirklich sehr gespannt auf den Content und wir werden uns dazu nochmal gleich was in den Patch Notes nochmal anschauen. Kommen wir zuerst allerdings zu den Events. Ja, die ganzen Links, die ihr hier sehen könnt, seht ihr wie immer unten in der Beschreibung. Also einfach einen Blick darunter werfen, die Klappe da unten aufmachen und dann seht ihr die ganzen Links auch nochmal. Ich beschreibe die mal ganz kurz, damit ihr wisst, wo was ist. So, erstes Event des Tages, Sehenswürdigkeiten des Frühlings. Ihr könnt jetzt hier während des neuen Frühlings... Themes in BDO, die ganze Optik wurde halt von Winter zu Frühling geändert. Da könnt ihr Videos aufnehmen oder Screenshots machen und je nachdem diese dann auch hier hochladen im Forum, dann habt ihr die Chance, 10 glückliche Gewinner haben die Chance hier das hier zu gewinnen. Einmal ein riesen Mauspad im BDO Frühlings-Style, dann haben wir hier nochmal 30 Tage Segen des Altmonds, da ist Vorteilspaket, Buch und Baum drin. Dann Frühlingsblüten-Outfit-Set, also diesmal ein Gewinnspiel, bei dem es sich lohnt, auch mal mitzumachen. Sonst kriegt man immer nur so einen kleinen Obolus. Aber hier würde ich sagen, da lohnt es sich reinzuorgeln. Leute, ich glaube, ich mache auch damit. Event Nummer 2, Gulus besonderes Rostsiegel. Hatten wir so noch nie das Event, also erstmal ganz normale Einlog-Belohnungen, eine Woche lang, beziehungsweise zwei Wochen lang bis zum 24. März könnt ihr hier diese Einlog-Belohnung abholen, einfach jeden Tag einmal einloggen. Das hier ist immer fix, das sind so ja, am Ende Pferdematz, genauso hier, dann könnt ihr euch immer eins davon auswählen, je nachdem ob ihr ein Doomhorse, ein Einhorn oder ein Pegasus haben wollt. Ne? Anschließend könnt ihr diese Siegel dann eintauschen. Jeweils eines dieser Siegel immer gegen solche weiteren T9-Mats, um T9s zu erwecken. Und einmalig könnt ihr 5 dieser Siegel eintauschen gegen die Wahllizenz für Reittiertalente. Diese Wahllizenz ist ein neues Item und zwar ermöglicht euch dieses Item, einen Skill des Pferdes zu 100% gegen einen anderen Skill einzutauschen. Meiner Meinung nach macht das hier am meisten Sinn bei einem T8-Pferd, was noch keinen Cursor-Status hat. Bei den Cursor wird es halt meistens erst, wenn es bestimmte Skills hat. Und dazu gehören auch 2 S-Skills, ne? S-Sideways und S-Instant Axe, glaube ich, waren es. Und die sind halt sehr schwierig zu erwecken. Also von daher würde ich halt, wenn ihr irgendeinen Müll-Skill habt, der nicht zum Cursor gehört, den dann am Ende einrollen, eintauschen gegen so einen S-Skill, die super selten sind, und habt dann halt dadurch einen S-Skill weniger, den ihr am Ende rollen müsst. Bei T9s und bei T10s macht es keinen Sinn, weil ihr dort sowieso alle Skills haben wollt. Und es gibt auch einen Trick, in dem ihr einfach Cursor Spirit mal wegrollt, um alle Skills zu bekommen. Und von daher eher ganz gut, um einen T8 Cursor zu erwecken. Vielleicht habt ihr ja schon einen mit einem S-Skill und braucht dann noch einen letzten S-Skill. Würde sich lohnen. Okay. Dann Kampf auf dem roten Schlachtfeld, ein RBF-Event, was wir schon mal so hatten. Für jeden Tag, an dem ihr beim RBF gewinnt, gibt es nicht nur die Daily-Belohnungen wie immer, sondern dieses Mal auch noch eine Bonusbelohnung, und zwar die Kiste des roten Rooms. Das gleiche gibt es auch nochmal für die ganzen Season-Spieler, ne? Ebenfalls nochmal für Season-Spieler. Und aus der Kiste des roten Rooms bekommt ihr nochmal so einen kleinen Obolus, ne? Ist jetzt nicht viel wert oder so, aber macht nochmal den Braten ein bisschen fetter, ne? Ein bisschen mehr Saft. Lohnt sich aber jetzt nicht extrem da rein zu sweaten. Ja, gut, dann nächstes Event, Blütenblätter des milden Frühlings, ne? Klingt nach einem Lifeskill-Event, ist es aber nicht. Hier könnt ihr Monster grinden, ihr könnt Lifeskillen, also sammeln, oder ihr könnt fischen. Und je nachdem, was ihr macht, bekommt ihr halt dann hier diese Blütenblätter. Diese könnt ihr dann bei Ar in Kalfen eintauschen gegen halt jeweils 5 Früchte. Ja, toll, keine Ahnung wieso, aber vielleicht kriegt ihr auch mehr. Hier steht irgendwie, um einen der folgenden Gegenstände zu erhalten, also irgendwie Zufall oder so, oder man kann es auswählen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir Früchtemangel haben. Auf jeden Fall kann man hier diese Früchte nutzen, um beim Alchemie Öle herzustellen, beim Alchemieren. Keine Ahnung, viel Spaß damit. Ob es benötigt wird, kann ich echt nicht einschätzen. Dann haben wir ein Bonus-Event für den 6. Jahrestag, ne? Also wir sind immer noch im 6.
Geburtstag von BDO unterwegs hier. Es gibt erstmal Arbeits-XP 50% bis zum 30. März auf alle Live-Skills außer Handels-XP. Da bekommt ihr keinen Buff drauf. Und es gibt bis zur nächsten Woche Mittwoch, also jetzt heute ist Donnerstag, der Patch wurde um einen Tag verschoben, also eine halbe Woche. 50% Beuterate nochmal wurde verlängert. Ja. Nice. Nicht auf Arsha stackbar, ist klar, ne? Gut, das waren die Events soweit, Leute. Kommen wir nochmal ganz kurz zu zur Kategorie Paid Win, Cash Shop, Pearl Shop. Lohnt sich das? Also es gibt ein neues Paket, was ihr bekommen könnt mit dem, mit dem neuen Wintergebiet. Die ganzen Kleinspieler holen es halt ganz normal über Website. Die ganzen Steam-Spieler holen es halt über Steam. Und ihr habt jetzt hier einmal für 50 Euro, also im Vorverkauf als Rabatt, 30 Euro weniger zu zahlen, ne? Normalerweise kostet das 80 Euro, jetzt 50 Euro. Ihr könnt die ganzen Pakete auch nach dem Release des Wintergebiets kaufen, aber dann ohne Rabatt. Und für 50 Euro bekommen wir einmal den Spielzugang, also für alle Spieler, die es noch nicht haben, bekommen das Spiel. Dann gibt es einen Titel Winter, keine Ahnung wie die Farbe ist, Set-Klassiker-Kiste, 30 Tage Vorteilspaket, Segen des Kammer-Sylph-Baums, 15 Tage, Geheimes Buch, 15 Tage und Inventar-Slots, 16 Stück. Außerdem gibt es dann noch ab dem 6. April dann erst dann mit dem Release des Wintergebiets, kommt per Post, soweit ich das gelesen habe, eine neue Outfit-Kiste, passend zum Wintergebiet und das Ganze auch nochmal für ein Pet, ein neues Pet, passend zum Wintergebiet, 2x8 Lagerplätze für für die Hauptstadt des neuen Gebiets namens Elobergen, ne? Elo in League of Legends bei mir nicht vorhanden, dafür aber die Hauptstadt in dem neuen Wintergebiet. Tut mir leid für diese schlechten Witze, Leute, ich habe eine nicht so gute Nacht gehabt, aber ich hoffe, ihr versteht es. Gut, eine Kiste des Drachen ist irgendeine so eine Kiste mit Schiffsrollen, die irgendwelchen Abenteurern helfen soll. Was da genau drin ist, keine Ahnung. Ne, also hier kann man es dann halt hinterher kaufen. Und da seht ihr ganz rechts das Angebot. Ne? Hier steht noch was dazu. Ja, ja, ja. Schön. Ich würde sagen, insgesamt bin ich so zwiegespalten, ich tendiere eher zu sagen, dass sich das lohnt, ne, wenn man diese ganzen Items im regulären Zustand kaufen würde, würde sich das auf jeden Fall lohnen, das vorzuziehen hier, kauft man diese ganzen Sachen hier eher im Angebot, lohnt sich das wieder eher nicht, aber ich tendiere insgesamt dazu, dass es sich lohnt, weil man auch hier nochmal neue Skin, neues Pet bekommt und so, also ich bin da gespannt drauf, ne, ja. Gut, das Ganze für Steam ebenfalls, wenn ihr das Spiel halt noch nicht habt, bekommt ihr es hier für 56 Euro. Wenn ihr auf Steam das Spiel schon habt, holt ihr euch die Rechte, also ohne Spielzugang und dann habt ihr das Ganze auch für 50 Euro. Okay, let's go. Dann kommen wir zum Pearl Shop Update. Ja, wir haben wieder hier anlässlich des 6. Jahrestages von BDO in Europa wieder dicke Angebote. Erstmal ein neues Kostüm für Bändigerin Phönixblüte. Dazu gibt es auch ein edgy Kostüm-Preview. Ich muss schon sagen, diese Overknees sind schon ziemlich cute, ne? Aber dafür Pain würde ich jetzt erstmal nicht. Okay, dann Outfit-Set-Klassiker, statt 2900 Pearls zahlt ihr 1450 Pearls, 50% Rabatt für ein Outfit-Kostüm ohne Waffen-Skins. Kann man nur ein einziges Mal kaufen, lohnt sich auf jeden Fall mitzunehmen, also ist halt 50% Rabatt. Also für die Leute, die Pearls gegen Krons eintauschen möchten. Da gibt es ein richtig krasses Angebot. Für 14.700 Pearls gibt es hier 5 Premium-Set-Kostüme, die normalerweise 3.400 pro Stück kosten, mal 5. Dann hast du hier 100 Artisans, die regulär 4.000 Pearls kosten. Dann hast du hier nochmal 500 Cronstones plus 250 Rad von Vikes-Kisten plus so eine Schiffsrollenkiste. Diese 500 Cronstones sind ja ungefähr, sag ich mal, ein Premium-Set-Kostüm, also nochmal 3.400 Pearls. Und dann haben wir unten diese Schiffsrollenkiste, da haben wir nochmal 11 Loot-Scrolls, unter anderem dann 5 Altmond-Scrolls, dann noch ein bisschen XP. Ich würde mal sagen, das hier schätze ich mal so bei irgendwie 10 Euro, 15 Euro ein. Also sagen wir mal nochmal 1500 Pearls dazu, regulär, also im Angebot sogar, eher im Angebot. Dann sind das insgesamt 25.900 Pearls, ne, und da habe ich nicht alles mit einkalkuliert so. Und dann zahlst du halt jetzt ungefähr 100 Euro weniger, 14.700 Pearls. Ist immer noch viel, aber aktuell gibt es einen 50% Rabattcode für 100 Loyalität, den ihr im Loyalitätsshop kaufen könnt. Und wenn ihr da drauf dann nochmal 50% habt, ne, zahlt ihr halt ungefähr 70 Euro für das alles. Und das ist schon heftig. Also da muss ich sogar überlegen, ob ich meinen 50% Rabattcode einfach hier rein paye. Ist schon extrem viel, was du da rausholst. Also extrem viel. Ja, gut. Jeder, wie er mag.
dann geht's weiter mit Kammer-Silfbaum. Hier habt ihr einmal einen Kammer-Silfbaum, 15 Tage mal 2. Dann habt ihr zusätzlich Bonus, versiegeltes Arbeitsbuch 7 Tage, Kampfbuch 7 Tage für 1250 Pearls, das sind ungefähr 10 Euro. Das gleiche Angebot nochmal mit Büchern. Normalerweise sind diese Angebote bestückt mit Loot Scrolls. Diese Loot Scrolls sind einfach verschwunden. Seit Wochen gibt es einfach diese Angebote nicht mehr mit Loot Scrolls. Ich muss sagen, anfangs habe ich mich darüber geärgert, weil wir kaufen uns diese Pakete eher wegen den Loot Scrolls. Aber inzwischen kaufen wir uns eher, gibt es halt diese Loot Scrolls nicht mehr drin. Ne? Wir haben das halt nie wegen diesen Büchern oder diesen Bäumen gekauft, sondern eher wegen den Loot Scrolls. Aber ich muss sagen, aufgrund der Inflation, die wir haben in BDO durch Spots wie Pilaku, Schäfermine, Orklager, Hadoom allgemein, Elvia Server, würde ich allgemein sagen, dass es ziemlich gut ist, dass wir keine Loot Scroll Angebote mehr haben. Oder so krasse Loot Scroll Angebote. Dadurch wirkt man so ein bisschen gegen diese Inflation. Finde ich nice. Gut, dann Angebote zu Pferdegedöns lohnt sich nie, meiner Meinung nach. Genauso wie hier, lohnt sich nie, meiner Meinung nach. Also, Pay-to-Win über Pferde-Content zu machen, das war sowas von 2018, 2019, das ist vorbei. Ne? Da könnt ihr einfach mal eine Stunde grinden wie normale Menschen und könnt dadurch deutlich mehr Silber generieren, als durch jemals diese Scheiße, wo ihr auch noch Pay-to-Win betreiben müsst. Okay, dann Angebote zu Gewicht und für Inventarplätze, seht ihr weiter unten, sind schon teilweise gute Angebote, aber ich empfehle euch, diese ganzen Items nicht zu kaufen, Leute. Keine Inventarplätze, keine Gewichte, kauft lieber, investiert lieber in Lagermates, Marktmates, aktuell auch ein Angebot im Pershop vorhanden, 6 Stück für den Preis von 3, das würde ich eher holen als das hier, weil die sind immer Hardstack auf einem Charakter, wenn ihr diesen Charakter nicht mehr spielt, alles umsonst. Ja? Die Lagermates, Marktmates, charakterübergreifend. Gut, dann ein Angebot, was ihr jeden Tag holen solltet. Ihr zahlt hier ungefähr 20 Pearls pro Artisan, kriegt außerdem noch 6 Memfrex Bonus. 120 Pearls für 6 Artisans, 6 Memfrex. Jeden Tag könnt ihr euch das holen, 2 Wochen lang. Unbedingt mitnehmen, sind 20 Pearls pro Artisan. Ist ein gutes Angebot, regulär 40 Pearls. Dann haben wir 7 Tränen, könnt ihr euch einmal die Woche holen. Für 120 Pearls würde ich mir jetzt persönlich nicht holen. Ich habe genug Tränen noch. Und ich habe außerdem noch meine Fee, die auch noch eine Träne so gesehen hat, jede Stunde. Dann haben wir hier nochmal 160 Pearls, einmal die Woche für 11 Energietonikums, ein versiegeltes Arbeitsbuch, einen Tag und dreimal Ladas schwarzer Tee. Das gibt euch nochmal 30% Lifestyle-XP. Lohnt sich für die ganzen Lifestyle auf jeden Fall, solltet ihr nicht vermissen, solltet ihr nicht vergessen, nimmt das auf jeden Fall mit. Die Inventarplätze, Angebote 50 Inventarplätze, 100 Inventarplätze skippen wir, genauso wie Traglast nochmal. Dann gibt es nochmal für den April 2020 einen Winterkristall, den ihr euch jede Woche kaufen könnt für Silber, ne, 2204 Silber. Sollte man sich holen, das sind immer 30% Drop Rate, die man mit der Loot Scroll stacken kann. Und jetzt dickstes Angebot für Loyalität. 100 Loyalität könnt ihr euch jeden Tag kaufen. Einmal eine Beschwörungsrolle Saunil, gesegnete Schriftrolle XP, zweimal Vikes Cry und eine Loot Scroll. Und Leute, diese Saunils, ich brauche es gar nicht erwähnen. Wenn ihr diese in Gruppe macht, wo jeder eine mit reinwirft, bekommt jeder von jedem nochmal ein bisschen Loot. Ne? Also man bekommt als Beschwörer den meisten Loot und die anderen bekommen halt auch nochmal so einen Obolus noch dazu. Und solltet ihr dort keine Gruppe finden und ihr habt Bock, mich da durchzucarryen, indem ich da mal richtig krass durchleache, dann sagt gerne Bescheid, Leute. Kuss auf Nuss. Aber macht sie lieber in der Gruppe mit anderen Leuten. Ne? Aber wenn ihr sie einfach schnell durchhaben wollt, ich bringe Damage mit, ja. Mit mir machen wir sie wenigstens schnell, Leute, ja. Kuss, kuss, kuss. Okay, 50% Rabatt auf Unterwäsche. Da gibt es aktuell kein anderes Angebot. Manchmal gibt es aber ein Angebot zur Unterwäsche, wo ihr 70% habt. Da gibt es nochmal ein Glück obendrauf, ne, für eure Kampfstats. Dann 30% Rabatt auf funktionelle Kostüme wie Gillies oder Kochkostüme, Alchemiekostüme, Fischkostüme, was auch immer. Wenn ihr noch nicht welche habt, das Angebot ist relativ selten, nimmt es mit, ne. Dann haben wir das Premium-Set-Kostüm der Woche im Rabatt ist Lan Kibeleus, 20% Rabatt. Ist okay, bei den ganzen Angeboten aktuell würde ich das eher nicht kaufen. Kommen wir zu den Patch-Notes-Updates. 1,5 GB ist der Patch groß, ist nicht wirklich viel Content drin. Wir haben hier nochmal ein paar Klassen, Bugfixes, was auch immer, was nicht so interessiert. Dann, jetzt interessant, es gibt einen neuen Set-Effekt, beziehungsweise einen alten Set-Effekt für 2 Schwarz Geistrüstungen, also Schwarzsternrüstungen. Ne? Wenn ihr 2 Schwarzsternrüstungen, also Blackstar Armors trägt, bekommt ihr normalerweise einen Set-Bonus von 5 Monster Damage Reduction. Jetzt wurde das erhöht auf 10. Gerade für das Wintergebiet sehr wichtig. Dann hast du Fallen God Armor plus Labreska Helmet. Hast einfach 5 Monster Damage Reduction mehr. Finde ich nice. Geil. Gut.
Jetzt eine Sache, die sehr kontrovers ist, Leute. Also, das Icon für die geschwächte Boss-Ausrüstung, die man damals ganz früher bekommen hat. Damals konnte man sich Tri-Boss-Rüstungen und Waffen erspielen. Und die kann man dann auch jetzt hinterher nochmal verkaufen für, glaube ich, 1 Milliarde. Viele haben es schon verkauft und so, ne, aber ich habe es immer noch auf meinem Ninja zum Beispiel. Das Icon wurde halt von hier nach dahin geändert. Es sieht einfach aus wie Base, hat aber die Stats von Tri. Und das Ganze wurde auch verändert für Oase, für Tri und für Ted. Sieht jetzt auch so aus, Base, blau und gold. Oasis-Event lief wirklich sehr lange, 2 Jahre lang, dann wurde es beendet, ne, da konnte man sich für 1 Silber komplette Ausrüstung kaufen, ne, Tri-Rüstungen, Tri-Waffen, hat man damit seine ganzen Boss-Charaktere ausgestattet. Das Event wurde beendet, dann gab es ein Gerücht eine Woche danach oder 2 Wochen danach, dass vielleicht Oasis-Event 2 kommen sollte, was noch viel krasser war. Und wie dem jetzt scheint, ist das Gerücht wieder reaktiviert worden. Ne? Also eventuell kann es sein, dass wieder Oasis Event 2 doch noch kommt. Ich hatte es eigentlich schon längst abgeschrieben. Aber mal schauen. Ja, und im Gerücht stand drin, dass man dann nicht mehr Tri-Ausrüstung holen kann, sondern stattdessen Ted. Ted. Ted Oasis G für 1 Silber. Ausrüstung komplett. Rüstungen, Waffen, easy. Heftig. Interessant. Bin wirklich gespannt, wie sie das handhaben werden. Ob da noch was kommen wird. Aber das Gerücht ist erstmal jetzt hier wieder mit reaktiviert. Okay, dann gibt es neue Pings für gerade Note War, Siege War, ganz wichtig. Es gibt Angriff, Bewegen, Anführen und Warnung. Ihr könnt die Ö-Taste gedrückt halten und dann könnt ihr auswählen in so einem Kreis, in so einem Ring, was ihr wählen wollt. Oben für Angriff, rechts für Bewegen, unten für Anführen, links für Warnung. Dementsprechend leuchten auch die Farben. Ne? Dann, man braucht halt ein bisschen Zeit, bis man sich daran gewöhnt und dann weiß man halt, okay, Angriff, Bewegen, Anführen, Warnung, passt schon. Aber ziemlich gut, finde ich nice, also wirklich Quality of Life. Dann gibt es eine neue Möglichkeit, euer Inventar und euer Lagerplatz zu sortieren. Es gibt ja einmal die automatische Sortierfunktion mit dem Haken einfach reinlegen. Und jetzt gibt es nochmal so einen Filter. Ne? Du kannst nach Rang sortieren, nach Verstärkung sortieren, nach Kristallen oder was auch immer sortieren. Ziemlich nice, also finde ich gut, dass man da jetzt so ein bisschen mehr Differenzierung hat im Vergleich zu vorher. Weil vorher hattest du einfach nur automatische Sortierung, du hast es sortiert bekommen, du hast gar keine Ahnung, wonach es sortiert wurde. Gut, dann neue Medal-System für Mercs, da gibt es Rang 1, 2, 3 für Mercs, die du in die Gilde einlädst, da gibt es auch, glaube ich, extra Belohnung für, juckt jetzt nicht so hart. Und dann gibt es nochmal eine neue Funktion im Pearl-Shop, und zwar das Style-Album. Wenn ihr dann im Pearl-Shop ein Kostüm ausgewählt habt, gibt es hier unten über den Kaufen-Button so eine neue Schaltfläche. Da könnt ihr draufklicken und sehen, wie andere Leute ihre Screenshots hochgeladen haben mit dem entsprechenden Kostüm, wie sie da halt dann aussehen. Um nochmal ein bisschen zu gucken, ja, ist es nice oder ist es nicht so nice. Kann man nutzen. Ihr könnt auch die Screenshots selber hochladen. Ich denke mal, da wird es irgendein Approval-System geben, wo man nochmal überprüft, ob da keine Dick-Picks sind. Ne? Kann ja sein, dass da irgendwelche geisteskranken Leute da irgendwelche Dicks hochladen. Also versucht es gar nicht, Leute. Ich habe es jetzt nicht versucht. Ich würde es auch nicht versuchen. Ich bin Videopartner, muss ja auch irgendwo meinen Ruf wahren. Ne? Aber ja. Gut, Leute, das war's mit den ganzen Patch-Notes vom 10.03.2022. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, Leute, worauf ihr am meisten gehypt seid mit dem Release des neuen Gebiets. Ne? Labresca Helmet, dann Blackstar Offhand, neue Grindspots, neue Mainquests, neue Quests allgemein, neue Life-Skills. Also bin wirklich extrem gehypt. Ich habe richtig Bock, dadurch zu speedrunnen. Ich habe Bock, die Blackstar Offhand auf Pen zu hitten. Ich habe Bock, den Labresca Helmet auf Tree zu hitten. Also das werden so erstmal meine persönlichen Ziele sein. Und worauf freut ihr euch? Was sind eure ersten Ziele, wenn das Gebiet released wird? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, Leute. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Und in diesem Sinne, viel Spaß im Video.